So, meine Freunde, Silvaro, die Endentwicklung vom Stadt-Pokémon-Bautz ist das Pokémon des heutigen Moveset-Guides und wir gucken uns wie immer die Schwächen und Resistenzen an, die Stats und zwei Sets, die ich euch empfehlen kann, die ich persönlich selbst sehr gerne spiele und wir reden mal ganz kurz drüber, was Silvaros Stärken und Schwächen sind und wir fangen wie immer an mit den Statuswerten und zwar haben wir eine KP-Base von 78, die halbwegs solide ist, damit kann man einiges einstecken. Und bei den Verteidigungswerten auch ziemlich viel tanken sogar. Dann haben wir einen Angriffswert von 107, der auch sehr, sehr gut ist. Mit Schwerttanz, was Silvaro beherrscht, ziemlich gut spielbar. Eine Verteidigung von 75, auch sehr solide. Ein Spezialangriff von 100, kann man auch nicht meckern. Spezialverteidigung von 100, was es sehr, sehr gut macht als speziellen Defender. Ich will jetzt nicht sagen speziellen Tank, weil dafür fehlt ihm die KP-Base. Dafür hat es ein zu schlechtes Typing und dafür fehlt ihm noch viel, viel mehr Spezialverteidigung. Und wir haben eine Initiative von 70, welche ich persönlich für relativ enttäuschend finde. Ich hätte bei Silvaro auf ein Init von 85, 90, 100 getippt, aber nicht gerade eine 70er Base Init. Das ist halt echt nicht gerade so geil. Und ich bin aufgrund der Base Init schon etwas enttäuscht. Allerdings hat Silvaro andere Stärken, die wir gleich noch beleuchten werden in den Movesets. Und wir gucken uns mal die Schwächen und Resistenzen an. Wir resistieren Kampf- und Normalattacken durch unseren Geisttyp, ganz klar. Wir bekommen von Wasser-, Elektro-, Pflanzen- und Bodenattacken gerade mal die Hälfte an Schaden. Wir bekommen allerdings von Flug-, Geist-, Eis-, Feuer- und Unlicht doppelten Schaden. Und da müsst ihr sehr aufpassen, gerade Feuer- und Eisattacken sind sehr, sehr weit verbreitet. Geist auch in gewissen Maßen. Flug und Unlicht ist immer so eine Sache des Tiers, in welchem Tier dann Silvaro sich befindet momentan. Und es ist ein gutes Pokémon, man kann nicht groß meckern, es hat seine Stärken und Schwächen wie jedes Pokémon. Aber Silvaro kann einen Job relativ gut, wie ich finde, und das ist das Auflockern. Mit Überresten der Fähigkeit Notdünger und den EVs 252 auf KP, 216 Spezialverteidigung und 40 Verteidigung, einem pfiffigen Wesen, kann man es ziemlich gut als Defogger spielen. Das Ganze wird dann gespielt mit Ruhrt, ganz klar zum Recovern, Auflockern, um Tornsteine, Spikes etc. wegzumachen. Schattenfesseln ist ziemlich cool, damit könnt ihr ein Pokémon trappen im Kampf und könnt damit Kehrtwände rauswechseln. Also ihr könnt praktisch, wenn ihr sagt, okay, er wird jetzt garantiert auf sein Pokémon XY switchen, Schattenfesseln nehmen, ihr trappt das Pokémon und in der nächsten Runde, im besten Fall, wenn ihr schneller seid oder wenn ihr ganz genau wisst, wir tanken einen Hit, könnt ihr mit Kehrtwände rauswechseln in euren Counter und das gegnerische Pokémon dann easy besiegen. Ist also ziemlich cool, Silvaro hat viele Optionen zum Spielen und das ist eine defensive Version von Silvaro, die ich persönlich sehr, sehr gerne spiele. Gerade mit Offlockern ist das extrem gut und so schlecht ist Silvaro auch nicht. Es ist wie gesagt relativ langsam, aber kann auch einiges einstecken dafür, also man kann es auf jeden Fall spielen. Als zweites Set habe ich ein Wahlschall-Set, wieder mit der Fähigkeit Notdünger. Die versteckte Fähigkeit ist noch nicht released, ich werde dann wahrscheinlich ein kleines Update-Video machen, wenn die versteckte Fähigkeit von Silvaro released ist und dann nochmal kurz ein Moveset oder zwei Movesets dazu rausbringen. Wir spielen das Ganze mit Max Init und Max Angriff, ganz klar, unsere besten Werte müssen wir natürlich ausspielen und 4 an Verteidigung. Wesen ist hot oder froh und dann spielen wir das Ganze mit Laubklinge als Pflanzenstep, Sturzflug, weil wir können Sturzflug lernen, das ist ziemlich cool. Wir können zwar nicht so viel damit effektiv treffen, was unsere Schwächen sind, aber wir können andere Pflanzen-Pokémon damit besiegen, wir können Kampf-Pokémon damit angreifen, das ist schon mal ziemlich cool. Dann spielen wir Schattenfesseln oder Dunkelklaue als Geiststep, auch ziemlich cool. Und die Kehrtwende, wenn wir ganz genau wissen, okay, wir leaden eventuell mit Silvaro, unser Gegner könnte eventuell einen Counter auch selbst als Lead nehmen. Scarf, Kehrtwende und wir machen auf alle Fälle schon mal Schaden drauf, machen eventuell den Sash kaputt und können halt instant rauswechseln und behalten die Switch Advantage von Silvaro weiterhin bei und können halt in unseren Counter gegen das gegnerische Pokémon wechseln. Wenn ich Silvaro bewerten müsste, ist es ziemlich gut, aber immer noch nicht ganz so gut, wie es sein könnte, aber das liegt halt an den Entwicklern von Gamefigure und an den Pokémon-Creatoren, die den Pokémon die Sets geben. Ich hätte es, wie gesagt, viel cooler gefunden, wenn es noch ein bisschen schneller gewesen wäre, dass man ein mittelschnelles Pokémon hat, ein schnelles und ein relativ langsames, aber Silvaro macht seinen Job, den es kann, ziemlich gut und da gibt es eigentlich nichts zu meckern. Und wenn es euch gefallen hat, lasst bitte ein kleines Däumchen nach oben da. Wenn ihr spezielle Sets habt für Silvaro, eventuell vielleicht sogar schon mit seiner versteckten Fähigkeit, die dann irgendwann rauskommen wird, dann schreibt es einfach in die Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.